Ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play OMSI 2, dem Omnibus-Simulator. Und wir sind noch unterwegs auf der schönen Map Julingen. Jetzt haben wir hier Abendstunden zu fassen. Das ist jetzt also, wo steht die Zeit da? 20 Uhr, ne? 20 Uhr abends haben wir jetzt. Und wir sind hier am Postamt in Kielfeld und wollen fahren die Linie 545 zum Gymnasium. Ja, ja, der Bus-Eintrittspunkt, der ist so ein bisschen geisterfahrermäßig auf der Gegenseite. Das habe ich gemacht, damit ich mir nicht selbst im Weg stehe. Aber ich glaube, so gut war die Idee gar nicht. Erstmal aufrüsten, ne? Ein Bus muss man ja immer erst aufrüsten. So, mach an die Karre, damit auch das Gewackel aufhört hier. Das wackelt und rappelt. So, können wir auch schon mal Ibis einstellen. Wir wollen fahren, Linie 54500. Und da haben wir die Route 01 zu fassen. Zum Gymnasium, genau. So, machen wir mal hier ein bisschen Heizung an. Oder? Ja, aber nur einen Augenblick. Weil, ich habe nämlich gerade schon geguckt, eigentlich ist das nämlich relativ warm, aber hier drin noch nicht so ganz, ne? Außen 19, hier drin 15,4, deswegen machen wir einen Augenblick an, sonst meckern die trotzdem. Und ich versuche das ja immer, möglichst ohne irgendwie angemeckert zu werden, so eine Tour zu fahren. Aber ist fast nicht möglich, schon gar nicht im Kielfeld. Ja, vielleicht fällt mir doch so einiges ein. Ich möchte auch so ein bisschen was erzählen. Da sind noch so allerhand kleine Fehlerchen, Bugs und Teufeleien auf der Map. Und auch gerade die Linie 545, die ist tricky. Da muss man am besten, ich mache sie mal an, die Helper, und da muss man genau darauf achten, dass man auch die richtigen Haltestellen anfährt. Da muss ich selbst sogar manchmal ganz schön überlegen und gucken, weil es ist ein bisschen komisch gemacht. Ich kriege jedes Mal Schimpfe von der Nicole. Die sagt immer, ich komme nicht klar mit der blöden 545, ich fahre immer an die falschen Haltestellen und alles. Ja, okay, vielleicht kann man jetzt ja was gucken. So, achso, jetzt mal eben mal auf den Plan gucken. 20.10 Uhr sollen wir los, dann stelle ich jetzt mal die Zeit vor. Machen wir mal 20.07 Uhr, weil da sind ja manchmal noch um die Fehler bei der Bereichsprüfung. Das haben wir gerne. Ja, hat aber trotzdem richtig eingestellt. Ist eigenartig, ne? Manchmal macht er da so Fehler bei der Bereichsprüfung. Ich glaube, es ist aber nur mal beim ersten Mal. Ich habe so ein bisschen was geändert hier an dieser OMSI-Variante. Und beim ersten Mal macht er dann schon mal so einen Fehler, aber meistens nur einmal. So, wenn man ganze OMSI-Verzeichnisse irgendwie neu macht und was ändert, dann kommt das schon mal vor. So, da sind vier Leutchen. Ja, um die Uhrzeit fahren nicht mehr so viel. Es sind noch ein paar mehr als vier, sehe ich gerade. So, ihr dürft schon mal rein. Hallo. Wenn ihr wollt, hallo. Guten Tag. Einmal normal, bitte. Eine normale. Danke schön. Bitte. Guten Abend. Guten Abend. Wissen deine Eltern, dass du jetzt noch mit dem Bus durch die Gegend fährst, Kind? Aber gut, ist entschuldigt, du willst zum Gymnasium. Wer fährt denn da hinter mir rum? Ach, das ist die Ankommende, ja. Das ist nämlich genau, kann ich gleich mal sagen. Die KI, die fährt nämlich, wenn sie am Terminus angekommen ist, sofort weiter. Man sieht sie im Rückspiegel, die ist direkt hinter uns. Und wartet da nicht. Und dann fährt die noch bis da vorne zur Ecke. Ja, jetzt müssen wir hier links raus, um aus dem Bereich rauszukommen. Und ich sag mal, an welcher Stelle, genau wenn sie hier angekommen ist, ploppt die weg. Kann man bestimmt gleich sehen im Spiegel. Und. Plopp, weg ist sie, ja. Da weiß ich nicht, woran... Ich habe mit Nicole schon gerätselt und gerätselt, was das sein könnte. Irgendwas ist da quer. So richtig dahinter gekommen sind wir nicht. So ein paar Ideen haben wir, aber ich fürchte, ich mache die einfach neu und vielleicht ist dann das Problem gelöst. So, ich habe mir hier Mühe gegeben, auch mit den Pfeilen. Da ist jetzt also der Pfeil, dass wir hier rechts ab müssen. Narvikstraße. So, und dann haben wir erstmal die Narvikstraße. Ist ein bisschen Zeit. Jetzt habe ich gar nicht gewartet. Ich war doch viel zu früh dran. Jetzt haben wir noch 1,5 Minuten Verfügung. Das ist zu viel. Ich stelle mal eine Minute vor. Was geht das schon wieder so? Oh? Schon eigenartig, aber er macht's. Na gut. So. Achtung, hier steht manchmal ganz eklig so ein totaler Doofparker.
Das ist absichtlich dahin gemacht, dass der da manchmal steht. Ich will ja, dass der ein oder andere von euch da mal reinfährt. Bumm. So. Gut. Ja, bis jetzt ist noch einfach, ne? Und da sind die Pfeile auch eindeutig. Wir müssen nach links Richtung Gymnasium und die 219 wird ja hier geradeaus fahren. Gut. Alles noch soweit einfach. Dann drücken wir weiter. Was kriegen wir angesagt? Krummbogen. Krummbogen. Alles kein Thema. Und schon wird's grün. Ach, ist halt ganz angenehm. Ich bin vorhin schon mal so ein bisschen gefahren, weil ich ein bisschen was ausprobiert habe. Und da war hier viel mehr Verkehr. Das war viel anstrengender. So, jetzt sehe ich, jetzt schliert schon so ein bisschen. Ich hatte hier auch so ein bisschen Performance-Probleme gehabt. Ich mache mir mal die Schriften an. Was haben wir denn jetzt? Ja, 23, 24 FPS. Das ist so noch okay. Ist manchmal komisch. Dann fahre ich hier durch Kielfeld. Ich habe übrigens die Nachbarkacheln auf 3. Ich mag das nicht, wenn so 100 Meter, 200 Meter weiter die Szenerie nicht mehr zu sehen ist und der Himmel leuchtet, obwohl da eigentlich dichte Häuser stehen müssten. Und habe ich auf 3 hier und ja, auch eigentlich immer viel Verkehr auf, obwohl die Zeit ist da nicht so viel. Und dann ist das mal bei 30 FPS und andermal geht da bis auf 10 runter und bei 10, da kann man kaum noch vernünftig fahren. Das ist wirklich widerlich. Boah, was? Ich habe doch gar nichts gemacht. Ich komme dir gleich nach hinten, du. Eine Fahrkarte, bitte. Eine Fahrkarte sollst du haben. So. Ist mir auch rätselhaft, was da jetzt gewesen sein soll. Aber gut. Sei es drum. Damit wäre es dann schon wieder erledigt, von wegen mit alles 100% anzukommen. Grummel. So, hier ist auch noch alles leicht und der Pfeil ist eindeutig. Ja, das Schwierige kommt erst noch. Ich will da auch, ich werde da wohl noch ein paar weitere Hinweispfeile machen. Wichtig zu wissen ist, bei der 545, wenn ihr die fahrt, genau gucken, an welcher Haltestelle ihr anhalten müsst. Und wo eben nicht, weil man kommt mit der 545 nämlich zum Teil auch an Haltestellen der 219 vorbei, die aber nicht für die 545 vorgesehen sind. So einfach ist das eigentlich. Da muss man ein bisschen gucken, ist das meine Haltestelle, wenn nicht, weiterfahren. Ein Fehler ist mir noch aufgefallen, gerade erstmal so richtig, die Haltestelle Stadtfeldkamp, die wird zweimal, ist im Ibis wohl zweimal, die muss man einfach einmal weiterschalten, weil die zweimal kommt. Warum das so ist, weiß ich nicht. Irgendwie ist die so reingeraten. Und wenn ich die Linie 545 sowieso demnächst mal ganz neu mache, dann, ja, dann achte ich da drauf, dann ist das dann sowieso damit weg. So. Justin Linke Chaussee. Dabei fällt mir ein, Mensch, der wollte doch dabei sein, wenn ich die 545 fahre. Ja, das hat sich jetzt so anders ergeben. Ja, ich habe auch den Kopf voll, ganz ehrlich gesagt. Na gut. Ein andermal. Justin, verzeih mir. Ich bin so ein bisschen im Stress und ich muss die Folge jetzt machen, weil ich keine mehr habe. Ich habe jetzt mit der Map so viel zu tun gehabt, dass ich mir das abhanden gekommen ist. So. Justin ist übrigens der, den ihr auch fragen könnt, wenn es um Support-Fragen geht. Der hilft, wo er kann. Der weiß eigentlich auch ganz gut Bescheid. So, und hier haben wir sie, die Justin-Linke-Chaussee. Und dann geht der Ärger nämlich los, ne? Wie sind wir denn in der Zeit? 1,4 Minuten zu früh schon wieder. Aber hier in Kielfeld ist ein bisschen Verfrühungszeit gar nicht mal so schlecht. Ach, nochmal so. Weil die Ampeln können ganz schön widerlich sein. So, was kommt denn da vorne? Wenn die von da rauskommt, dann muss das sein die 219. So, wir haben erstmal eine Ampel. Stadtfeldkamp. Und es geht hier geradeaus. Ich habe überlegt, ich mache hier vielleicht an der Kreuzung für die 545 die geradeaus Hilfspfeile hin.
Und hier ist nämlich die Haltestelle Albrechthaus. Aber, was fährst du denn los? Aber die ist gar nicht für die 545, die ist nur für die 219, ne? Oh, hier ist aber was los jetzt. Hier eine 219, was kommt uns da entgegen? Die andere 545, ja, so soll es sein, ne? Genau. Und wie wir sehen, wir sind also von der Justin-Linke-Chaussee jetzt weitergefahren. Und die Ampel, und jetzt kommt noch eine Ampel. Und immer noch keine Haltestelle. Aber jetzt, wenn wir hier abgebogen sind, kommt eine Haltestelle. Da ist nämlich die Haltestelle Stadtfeldkamp. Und die 219, die fährt gar nicht hier lang. Na? Die fährt nämlich gar nicht hier lang. Die hier ist nur für die 545. Das ist quasi so der Ersatz von der Brinkmannstraße. Hallo. 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 Ich brauche eine Kurzstrecke, bitte. Hallo. So, brauchst du das? Dann gebe ich dir das. Ich gebe dir, was du brauchst. Dankeschön. Bitte sehr. Einmal normal, bitte. Brauchst du das? Soll ich dir auch geben, was du brauchst? Bitte sehr. Na, Bent. Ein Fahrschein, bitte. Einen normalen. Dankeschön. Bitte. So. Wir hatten ja wirklich Glück mit den Ampeln bis jetzt. Das ist ja toll. Ja, also das ist so eine Sache da. Die Albrechthaus ist nur für die 219. Hier ist Stadtfeldkamp nur für die 545. Und ja, hier ist die Fußgängerzone. Da habe ich mir auch Mühe gegeben. Das lohnt sich vielleicht mal reinzugucken. Und hier an der Kreuzung, das ist jetzt, wo ich darauf hinweisen sollte. Ist ganz gut, dass rot ist. Hier könnte ich jetzt theoretisch rechts abbiegen, wenn man mal ordentlich Verspätung hat. Hier rechts und an der nächsten wieder rechts, weil vorgesehen ist die Strecke hier hinten rum, wie auch die KI fährt. Hier an der Brinkmannstraße vorbei. Na, hier ist ja die Haltestelle Brinkmannstraße für die 219. Und dann fährt man ja hier links. Wenn man das genau nimmt, muss man hier hinten rumfahren. Links sage ich schon, rechts. Das andere links. So, passt. Jawohl. Muss man aufpassen, das ist wirklich eng. Und die Ampeln, die sind auch relativ nah am Bordstein. Das ist auch ehrlich gesagt ein kleines bisschen Absicht. Ich will das nicht so schwer machen, dass alle Leute nur fahren mit der Zunge fast im Ohr. So soll es nicht sein. Aber ein bisschen aufpassen soll man schon. Wer hier fährt wie verrückt und schnell rast, der fährt alles um, ne? So. Und das kann man auch sehen da an den Pfeilen. Wir müssen jetzt auch wieder rechts ab. Ich müsste vielleicht auch mal weiterschalten. Rudigstraße. Ja, die Rudigstraße, ne? Und wenn wir jetzt mal drauf achten, wo wir beim Stadtfeldkamp angehalten haben und dann weitergefahren sind, da hätten wir rechts gekonnt, weil es war keine Haltestelle mehr. Brinkmannstraße ist nicht für uns. Und jetzt fahren wir hier rechts rum. Und die Haltestelle Rudigstraße, die ist erst hinter der nächsten Ampel, wo wir ja da rechts rauskommen würden, wenn wir da lang gefahren wären. Wenn ich gleich, ist ja bei der nächsten Folge dann, die Strecke wieder zurückfahre, dann fahre ich da mal durch. Die ist eigentlich ganz schön geworden, die Straße. Ist so eine ziemliche Einkaufs-Innenstadtstraße, so parallel zu der Fußgängerzone, die da hier jetzt rechts ist. Und hier ist die Rudigstraße. So. Okay. Zeit. 0,7 Minuten Verfrühung. Ich habe jetzt unheimlich Glück gehabt mit den Ampeln. Warum, weiß ich auch nicht. Hier hat man sich, obwohl es eine kurze Tour ist, eine kurze Linie ist, schnell mal ein bisschen Verspätung eingehandelt. Wenn die... Ja, dann fahr im Auto. Ich kann doch nichts dafür, wenn die Ampel plötzlich rot wird. Ich riech mich ja jedes Mal drüber auf. Ich glaube, da werde ich mich nie dran gewöhnen, ne? Wenn ich angemeckert werde, dann schwillt mein Hals. Und wenn ich auch noch zu Unrecht angemeckert werde, dann springe ich im Dreieck und mutiere innerhalb von einer Brucht, von einer zehntausendstel Sekunde zum grünen Hulk. Ja. So ist Ampel, könnt ihr nicht sehen. Ne? Die Ampel ist... Ah, jetzt wird's.
Jetzt haben wir schon eine halbe Minute Verspätung. Ja, so geht's. So. Und da ist auch der Pfeil zum Gymnasium. Wenn die Ampel jetzt nicht auch noch rot wird, kommen wir noch einigermaßen pünktlich. Die Verspätung hat sich schon wieder verflüchtigt. Ja. Manchmal blinken die und fahren dann doch geradeaus. Darf man nie darauf vertrauen. Ja, wie gesagt, die Verkehrsregeln, so an den Kreuzungen, an den Ampelkreuzungen, auch an den anderen, die sind teilweise schon eingestellt, aber teilweise funktioniert das auch noch nicht so richtig und da muss man immer ein bisschen aufpassen. Ja, also immer ein bisschen misstrauisch sein. Also die KI, die macht extremst viele Vorfahrtfehler. Nicht immer, aber doch noch oft und da werde ich noch ein bisschen dran rumschrauben, dass es besser wird. Mich stört das jetzt gar nicht so sehr. Man muss halt die KI immer so ein bisschen im Auge behalten, dann geht's ja eigentlich. So. Da ist frei. Dann können wir hier rumziehen. Es wird schon ordentlich düster jetzt. Habe ich so ein bisschen extra gemacht. Mir ist nämlich aufgefallen, im Dunkeln, am besten noch bei Regenwetter, ist die Performance-Belastung am größten. Und ich will gucken, wie weit ich das hier ausreizen kann, bis das bei mir anfängt, auch eklig zu werden. Ich habe ja eine hohe Auflösung hier mit 5400 noch was und auf 3 Bildschirmen, ja. Und wenn ich dann noch 3 Nachbarkacheln mache und viel Verkehr, dann ist da... Jetzt haben wir... Ja, FPS ist bis auf 17 jetzt runtergegangen. Das ist schon nicht mehr so gemütlich. Na gut. Aber ich glaube, bis jetzt so, was die Leistung angeht, die Performance, war das ja noch soweit in Ordnung. So, ja, damit haben wir die 5,45 abgeschlossen, die eine Richtung. Wir fahren als nächstes zurück. Das machen wir beim nächsten Mal. Ich mache jetzt hier noch Fahrt abschließen, gucken, was wir kriegen. Ja, will ich wirklich beenden. 6 Haltestellen, alles gut. Fahrgastkomfort 100%, Fahrscheinkomfort 100% und 5% Abzug für den Fahrstil. Die hatten ja einmal gemeckert. Einmal im grünen Krummbogen, ne? Ja, und dann nochmal, als ich so gebremst habe bei der Ampel. Aber immerhin 96% kann sich, glaube ich, soweit sehen lassen. So, ein bisschen was verdient. Okay. Ich sag mal, wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da und dann seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir mit der 5,45 einmal zurückfahren. Okay, bis dann. Bye, bye. Tschüssi.